Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen. Rund 700 selbsternannte Spaziergänger laufen gestern Abend durchs sächsische Freiberg. Der Protest verläuft bis auf wenige Ausnahmen friedlich. Derzeit haben wir hier noch gut 20 Personen in einer Maßnahme, die nach unserer Beobachtung an der Spitze des Aufzuges liefen und auch lenkend und leitend auf den Aufzug eingewirkt haben. Insofern stellen wir jetzt hier die Personalien fest und werden dann entsprechende Anzeigen, nämlich dort Verstoß des Versammlungsgesetzes und Verstoße gegen die Corona-Notfallverordnung vertreten. Aktuell dürfen sich in Sachsen nur 10 Menschen versammeln. Doch diese Auflage wird gestern vielerorts missachtet. So gehen in Chemnitz und Zwickau rund 300 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straßen. Auch unter anderem in Dresden, Pirna und Neustadt kommt es zu Protesten. Vor den vermeintlich besorgten Bürgern warnt mittlerweile der Verfassungsschutz. Sie seien untergraben von der rechtsextremistischen Gruppierung Freier Sachsen und der Identitären Bewegung. Und viele Teilnehmer aus der ursprünglich bürgerlichen Mitte würden keinerlei Willen erkennen lassen, sich von ihnen abgrenzen zu wollen. Eine sich zuspitzende Pandemielage birgt daher die Gefahr in sich, dass die Schar der Unzufriedenen, die meint, in Verschwörungstheorien und Umsturzfantasien eine Lösung für ihre Probleme zu finden, immer größer wird. Spätestens mit den gewaltsamen Attacken auf Polizeibeamte und Journalisten seien eindeutig rote Linien überschritten worden. Doch Impfskepsis sei nicht der alleinige Grund für die Proteste, so Medizinhistoriker Thiessen. Was wir gerade in Teilen Sachsens haben, dass Impfen sich mit einer starken Kritik an staatlichen Einrichtungen verbindet, das ist etwas, was darauf hinweist, dass es beim Impfen immer um die Grundsätze der Gesellschaft geht. Das heißt, eine staatliche Maßnahme, die steht dann in der Kritik gar nicht so sehr, weil es um das Impfen an sich geht, sondern weil man eben sich überrumpelt fühlt oder weil man sich nicht abgeholt fühlt. Er setzt deshalb auf mehr Aufklärung. Doch wie genau die diese Menschen erreichen kann, ist unklar.